mich bläst hier gleich weg. Ich halte gerade das Stativ mit einer Hand. Ich mache heute eine Fototour am östlichen Ammerseeufer. Das heißt, ich möchte den Sonnenuntergang fotografieren und achte dabei auf irgendwelche Wurzeln, Äste, Baumstämme, die heute Nacht ans Ufer angespült worden sind. Das wird ein mögliches Fotomotiv, da gucke ich mich danach gezielt um und gebe mein Bestes, hier ein gutes Bam-Foto rauszuziehen. Sei dabei! Also mir ist tatsächlich jeder Baumstamm hier recht, der sich nicht im Wasser bewegt. Ich möchte eine Langzeitbelichtung anfertigen. Dieser angespülte Baumstumpf soll jetzt hier mein erstes Motiv sein. Ich habe nur das 16-35 jetzt hier so dabei oder auch das 14 mm. Das heißt, mit 35 komme ich einigermaßen nah ran. Also mein Plan ist, diese Wolkenformation, dieses Y oder dieses V über den Baumstamm entsprechend in Szene zu setzen. Baumstamm ist natürlich mein Vordergrundmotiv. Ich probiere es jetzt mit einer Langzeitbelichtung, mal schauen, ob das hier überhaupt klappt bei dem Wind. Weil bei solchen Bedingungen habe ich jetzt auch noch nicht so oft fotografiert. Ich denke auch, dass der Polfilter hier kaum eine Auswirkung hat, aber ich probiere es mal aus. Das macht auf jeden Fall dann schlauer. So. Zuerst richte ich mal den Polfilter aus, wenn ich jetzt in diese Richtung hier fotografieren will. Macht kaum was aus, dunkelt eben das Wasser ein bisschen ab. Okay, als Filter nehme ich mir jetzt mal einen ND1000 hier. Ja. 3.0 sollte ausreichen. Gehen wir es an. Ich habe den Baumstamm jetzt auch mal manuell anfokussiert. Fühle mich sicherer. Erster Test. Wow. Die Wolken sind mir wichtig und dafür belichte ich jetzt auch mal wirklich 25 Sekunden, um einfach mal zu schauen, was tut sich im Wolkenhimmel. Werden die schön verzerrt dargestellt oder nicht? Die Linse noch trocken, ja, Filter sind noch trocken. Sowas ist schon richtig geil, sowas liebe ich echt. Fotos im Kasten. So, schauen wir es uns an. Und hier dieser Baumstamm ist nur ein schönes Beiwerk. Jetzt sehe ich gerade bei dem Bild, ich habe ihn direkt in die Mitte gesetzt. Das ist jetzt keine so gute Idee. Ich positioniere die Kamera noch mal leicht anders und dann sieht es noch mal stimmiger aus. Ja, ich hau den Baumstamm tatsächlich mal ins linke Drittel rein. Gibt dem Himmel auch mehr Platz zum Atmen. Oh, dann wird es hier ein knaller Bild. 10er Blende, 25 Sekunden Belichtungszeit. Das wird gut. Geil, ich habe ein neues Motiv. Ah. Ich laufe jetzt mal lieber nicht ins Bild rein, warte einfach mal ab. Saugut, also wenn das was geworden ist, dann bin ich ja schon froh, da habe ich ein gutes Bild. Beim zweiten Versuch. Ich hoffe es zumindest. Wuhuhu, bam, Alter. Geil. So. Schau ich mal, wie es weitergeht hier. Ich freue mich gerade mega, dass ich diesen Baumstamm hier gefunden habe.
Das ist, ja, kommt nicht alle Tage vor, dass man ein neues Motiv hier so findet. Da spielt mir der Sturm schon in die Karten und wenn man bescheuert genug ist, bei dem Wetter rauszugehen, findet man sowas. Da ist doch direkt das nächste Motiv. Auch der Ast im Wasser ist groß genug, dass er sich nicht bewegt. Das heißt, ich kann da auch eine Langzeitbelichtung machen. Und auch hier fokussiere ich manuell an. Ich habe da einfach Bock drauf. Schließe die Blende auf irgendwas, F9. Mach wieder 25 Sekunden das Bild. Die Wolken spielen noch echt gut mit. Oh, habe ich jetzt da Bock drauf, Leute. Die anderen Fotografen laufen hier einfach achtlos an dieser Wurzel da vorbei. Kann's nicht verstehen. Mal schauen, ist das was geworden? Wuhu! Genau, hier habe ich das Ding wieder. Ah, scheiße, ich bin patschnass. Fuck. Mist, ich hätte Gummistiefel anziehen sollen. Habe jetzt schon nasse Socken. Aber geil, zwei Bilder in 10 Minuten. Wie schön ist das denn? Und am Samstag habe ich einen ausgebuchten Workshop. Dann werde ich die Teilnehmer mal gleich hierher bitten. Dann komme ich hier vorbei und mache hier ein paar Fotos. Aber Gummistiefel wären schon ganz sinnvoll, glaube ich. So, jetzt mal schauen. Was sagt mein Bild? Schön, echt schön. Das könnte ja auch was werden. Hier habe ich die Besonderheit, dass ein paar einzelne Steine hier zu sehen sind. Vielleicht kann ich die mit dem Polfilter noch ein bisschen besser rausarbeiten. Ich fange wieder an mit der Bildkomposition. Suche mir diesen einsamen Baumstamm hier schön aus. Herrlich. So, als nächstes drehe ich am Polfilter, um einfach diese starken Sonnenreflektionen hier irgendwie rauszuziehen. Was gar nicht so einfach ist, Leute, muss ich echt sagen. So, jetzt wieder manuell anfokussieren. Ich hoffe, dass der sich nicht bewegt. Bam, knackscharf. Also, wenn er sich nicht bewegt, könnte es was werden. Das sind tatsächlich sehr schwere Lichtverhältnisse, weil ich halt wieder komplett gegen die Sonne fotografiere und die steht eigentlich noch zu hoch für ein richtig geiles Bild. Ich weiß jetzt auch nicht genau. Entweder warte ich jetzt, bis eine Wolke vor der Sonne ist, oder ich ändere meine Kameraposition. Ja, nur störe ich mich noch ein bisschen an der Perspektive. Also es ist echt der Wahnsinn, was es ausmacht, jetzt hier am Polfilter zu drehen. Jetzt werden die Steine hier unten drunter richtig sichtbar. Wisst ihr was, ich werde jetzt noch einen Verlaufsfilter von oben einspannen. Das macht sonst keinen Sinn. Die Sonne überstrahlt hier so dermaßen alles. Das macht sonst keinen Spaß. Das ist alles weiß da oben. Ja, es bringt ein bisschen was, nicht ultra viel, aber ein bisschen. So richtig raues Wetter mal hier am Ammersee, kennt man gar nicht. Und es kommt jetzt echt darauf an, ne, ob sich dieser Baumstamm bewegt jetzt diese 20 Sekunden oder nicht. Hoffe nicht. Ich glaube aber tatsächlich, von der Seite zu fotografieren ist ein bisschen einfacher.
Also als Test will ich jetzt auch mal weiter runtergehen mit dem Stativ. Das hat einfach den Hintergrund, dass ich den Baumstamm noch mehr aus dem Wasser herausheben möchte. Und ich auch mehr Himmel noch drauf bekomme. Und wieder erneut manuell anfokussieren, ist so wichtig. So, jetzt ziehe ich auch mal den Verlaufsfilter wieder raus. Ich brauche den nicht zwingen. Ich will die Wolken so einfangen, wie sie sind. In dem Fall. Mal 13 Sekunden auf einer 7er Blende. Das wird gut. Dieses geworden. Auch geil! Geil, 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 geil! Ich sage aber eins, man kann nicht nah genug dran sein. Gilt auch in der Landschaftsfotografie. Wow. Wieder 13 Sekunden auf einer 6er Blende. Die Sonne geht auch gleich unter. Das Licht wird immer schöner. Es ist traumhaft. Sogar bei dem Wetter. Schneller Bildcheck. Geil. Die Wolken haben sich in so kurzer Zeit so krass verändert. Es sieht fast aus, als ob der Horizont schief ist, aber ich war in der Waage. Täuscht ein bisschen. Schön, ich bin echt happy. Vielleicht gelingt mir noch ein einziges Motiv, bevor die Sonne komplett untergeht. Wäre cool. Ah, ich stelle mal die Kamera darüber. So Leute, ich mag jetzt gar nicht mehr weiterlaufen. Ich finde den Steg hier gerade so klasse mit dem Licht und den Wellen. Ich bleibe einfach hier. Ich achte jetzt darauf, dass diese Schatten, die von links ins Bild reinfallen, auch hier in meine linke Bildhälfte oder in die Bildecke reinziehen. Habe den Verlaufsfilter vorne reingebaut. Mache jetzt mein erstes Testfoto. Ja, und jetzt muss ich tatsächlich noch kurz warten, bis die Sonne noch einen Ticken tiefer steht. Und dann brennt die mir links im Bild nicht alles aus. Schließt die Blende vielleicht noch ein bisschen und ihr seht, ich habe jetzt eine sehr niedrige Position von der Kamera gewählt, aber die reicht aus, dass der Steg sich noch vom Wasser abhebt, also von der Wasseroberkante. Es macht jetzt für mich auch keinen Sinn, hier weiter rumzurennen, weil der Spot ist einfach so geil jetzt hier gerade, der Steg, und ich habe ihn ganz für mich alleine. Kommt nicht so oft vor. Nice. Jetzt zur zweiten Bildkomposition. Ich will weniger Steg zeigen, mehr Wolken, weil die einfach so fantastisch gerade aussehen. Und da hebe ich jetzt die Kamera einfach ein Stück an. Schaut mal, mal ein Trick. Ich habe den Verlaufsfilter jetzt mal nach links gedreht. So kann ich die Sonne noch ein Stückchen besser abdunkeln. Ja, ein geiler Move, habe ich auch noch nie gemacht. Das mache ich normalerweise immer in Lightroom, dass ich die Filter von irgendeiner Seite reinziehe. Aber es funktioniert ganz gut, weil die Wolken da oben sind eh fast schwarz, so richtig gewitterig. Und links überstrahlt mir die Sonne noch alles. Aber ich bin echt mega happy, jetzt hier zu sein. Hey, es gibt für mich echt fast nichts Schöneres als das. Wow. Geil. Ich freue mich echt gerade wie ein Schnitzel, Leute. Oh, die Wolken da oben, die schauen ja so krass aus. Da ist richtig Power drin. So gut nochmal rausgegangen zu sein heute. Weit und breit ist kein Mensch hier zu sehen, das gibt's doch gar nicht. Normale Angst vorm Wasser. Alter! Oh. Ey, dieses Video heute aufzunehmen und hier zu fotografieren, hat mal richtig, richtig Bock gemacht.
Und jeder Tag ist hier anders. Echt, jeder Tag ist irgendwie anders. Okay, jetzt mache ich einen anderen Move. Ich schraube jetzt mal den 1.8er in D-Filter rein, weil ich mal einen Blendstern versuche hinzubekommen. Ohne Fernauslöser. Den Filter hier spanne ich wieder so links rein, in Richtung Sonne. Ich mache das recht vorsichtig. Und will jetzt einen gnadenmäßigen Blendstern mit 30 Sekunden Belichtungszeit. Blende 18. Und es gelingt mir. Ich bin mir sicher, dass das gut klappt. Weil dieses G-Master 2.8 16-35 mm macht einfach verdammt geile Blendsterne. Und jetzt ballert die Sonne komplett durch. Da ist keine Wolke davor und es wird ein Hammer. Alter. Ja, wenn man rausgeht und sich Mühe gibt, wird sowas. Man muss es nur machen. Man muss es machen. Und mich freut es echt riesig, dass ich schon so viele Fotografen oder eben Hobbyfotografen auch erreicht habe, die wegen meinen Videos rausgehen zum Fotografieren. Diese Leidenschaft auch entdecken, wo ich sie infiziert habe mit dem Bam-Virus. Alter, ist doch geil. So, nochmal ein Bild. Auf Blende 22, 30 Sekunden lang belichtet. Blendstern, Blendenstern garantiert. Beugungsschärfe auch, aber die ist mir scheißegal. Es wird ein gutes Bild. Ich habe diese Schatten von den Pfählen auf dem Steg. Ja, es ist, das ganze Bild ist einfach ein Hingucker. Und ich schwärme wirklich, weil es ist einfach schön hier. Es ist geil und man muss dankbar sein für solche Momente im Leben. Es gibt genug Leute, die nicht so mobil sind, die nicht an einem See wohnen. Ich bin dankbar und gehe mit einem Bretterbild heim. Hey, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns im nächsten Video. Bye, bye.